Es reicht. Ich weiß, eigentlich erwartet ihr alle ein neues Zuhälter-Tape. Das lang ersehnte und heiß erwartete ZHT-5. Doch es reicht mir. Es reicht mir ein für alle Mal mit diesem heuchlerischen Game. Ich habe jetzt kurzerhand einfach entschlossen, dieses Tape zu verwerfen. Ich habe doch sowieso schon alles erreicht, was man nur erreichen kann in diesem gottverdammten Game voller Ratten, Lügner und Nichtsgönner, welches sich Deutschrap nennt. Für mich gibt es keinen Anreiz mehr, weiter ein Teil davon zu sein. Ich spucke auf diese widerliche Szene. Für die paar loyalen Kollega-Fans, die Box auf der ZHT5-Website könnt ihr ruhig weiter vorbestellen. Da werde ich euch dann frische Ware, eine Kostprobe von meinem neuen Stoff und kleine Goodies zum Trost des fehlenden Tapes reinlegen. Doch mein Frühling sieht ab nun anders aus. Ich werde Deutschrap den Rücken zukehren und stattdessen wieder Drogen dealen und meine kriminellen Machenschaften wieder in Gang bringen. Aber nicht als irgend so ein Kleinkrimineller wie früher, nein. Der Boss wird ab nun nur noch auf Tonnenbasis dealen. Ab jetzt geht es für mich zurück in die Unterwelt. Dort gibt es noch loyale Männer, außerdem wesentlich mehr Kohle als in diesem faken Showbiz. Ihn also. Den Kopf des mächtigsten Coca-Lords der Welt. Und ab jetzt leite ich an seiner Stelle das weltweite Coca-Biss. Ab jetzt werde ich Milliarden verdienen. Und die einzigen Probleme, die ich haben werde, sind, wie zwänge ich mehr Cash zwischen Wandschrank und Tapete. Liebes Tagebuch. Heute ist es genau einen Monat her, als ich Deutschrap den Rücken zukehrte und meine Business-Affinität den wesentlich umsatz- und ertragreicheren Geschäften der Unterwelt widmete. Die Leute da draußen denken immer noch, ich würde ein Tape für sie produzieren. Sie wissen nicht, was tatsächlich in der Box drinnen sein wird. Feinster Stoff vom Boss. Denn mittlerweile bin ich die unangefochtene Nummer 1 im Coca-Biss. Der Pablo Escobar der Neuzeit, könnte man sagen. Im Gegensatz zu diesem Lappen spiele ich das Game aber richtig. Denn trotz der eigentlich höchst illegalen und kriminellen Aktivitäten, welche von Erpressung, Menschenfolter bis hin zu Drogenhandel mit Kokain auf Tonnenbasis handeln, schafft der Boss mittlerweile schließlich weltweit Millionen von Arbeitsplätzen für arme Menschen und nutzt das hart erbeutete Geld oftmals für öffentlichkeitswirksame Wohltätigkeitszwecke. Klasse, Boss. Ratatatatatata. So habe ich beispielsweise auch meine Kaffeemaschine weggeschmissen und stattdessen meine fünfköpfige Haffee-Abteilung eingestellt, welche für das Zubereiten meines morgendlichen 8-Uhr-Haffees verantwortlich ist. Ein Zahnradsystem, das wie ein Uhrwerk funktioniert. Emsig und fleißig. Herablassend, wie der Boss höchst selbst. Nun reine die Masse.
Rührend, wie fleißig sie doch sind. Und der servierfertige Hafe kommt sofort, Boss. Bitteschön. Natürlich habe ich auch eine separate Abteilung eingestellt, welche meinen morgendlichen 9 Uhr Hafe zubereitet. Außerdem rettete ich nicht nur viele Male die Weltwirtschaft durch meine Spenden in Trilliardenhöhe, sondern habe durch meinen machtvollen Einfluss auch des Öfteren globale Belange wie die Hungersnot zunichte gemacht, indem ich mal eben eine halbe Tagesration meines Mittagssnacks spendete. Mein Alltag besteht mittlerweile lediglich darin, zu dirigieren und die Geschehnisse dieser Welt zu meinen Gunsten zu gestalten. Denn anders als damals, als ich Rapper war und durch einige Songs bei okkulten Logen zum Feindbild wurde, konnte ich mich seit meinen kriminellen Aktivitäten hervorragend mit den strippenziehenden Supermächten dieser Welt vernetzen und sie auch für mich anschaffen lassen. Doch auch zur Bekämpfung des Klimawandels steuert der philanthropische Drogenbaron stets seinen Beitrag zu. Beispielsweise habe ich mittlerweile sämtliche Verbrennungsmotoren aus den Sportwägen meines Fuhrparks ausbauen lassen und lasse diese nun ausschließlich von meinem etwas in die Breite geratenen Butler Frederick ziehen. Frederick, nun zieh aber auch. Nun leg dich doch etwas ins Zeug. Du weißt doch, was die Leute davon halten, dass du so unfassbar dick geworden bist. Eine kolossale Warsteinerbauch hast du dir aber auch da angefuttert, Frederick. Nun zieh. Zieh den Wagen, Frederick. Tempo, Tempo, Tempo. Komm, dass du da ein bisschen abnimmst. Ich hab da noch Termine. Ich muss ins Museum, Frederick. Nun mach aber auch. Frederick, du musst aber auch auf deine Hydration achten. Bist du denn gut durchhydriert? Komm mal her. Hol dir eine kleine Erfrischung ab beim Boss. Erfrischung, Frederick. Erfrischung. Danke, Boss. Nun aber auch weiter. Dass ich da meine Termine nicht versäume. Frederik, ich hab mich extra klonen lassen, damit du schneller abnimmst. Das ist doch Quatsch, was laberst du? Ach, ich bin der Echte. Was für Klon? Das ist doch Quatsch. Labert der? Und was ist da mit dem Butler da vorne? Frederik, ja, toller Boss. Du hast den Butler ja super im Griff. Wie der Boss bei der Drogenübergabe. Das geht so nicht. Werde mal ruhig da hinten. Was soll man jetzt hinmachen? Ich habe auch noch Termine. Ach ja, dass ich angeblich mal Deutschrapper gewesen wäre, ist der breiten Masse mittlerweile lediglich als geächtete Verschwörungstheorie bekannt. Denn ich verbrachte den letzten Monat hauptsächlich damit, durch mehrere Spezialteams meine Rap-Karriere aus der Zeitgeschichte auszuradieren. Alle meine Ex-Partner, welche zu viel von meinem Rapper-Dasein wussten, wurden ausradiert. Der Welt bin ich lediglich als der gönnerhafteste Philanthrop aller Zeiten bekannt. Denn die Öffentlichkeit weiß nichts von meinen kriminellen Aktivitäten. Ich genieße mittlerweile so viel Ansehen, dass vor einiger Zeit meine Stadt in Collis Hood umbenannt wurde. Collis Hood ist mittlerweile der von Touristen am häufigsten besuchte Ort der Welt. Denn im Zentrum dieser Megametropole befindet sich das 8. Weltwunder. Mein Anwesen. Na komm, Koko. Komm schnell zum alten Frederik. Komm, Krokodil, komm. Oh, komm zum alten Frederik, komm. Ich hab ein Würstchen in meiner Hose. Na komm, meine Flotte. Frederik. Frederik, oh ja. Frederik, ich habe das mal gegoogelt, ob es Zigarren gibt, die sich selbst anzünden. Ich habe da nichts gefunden. Kommst du bitte? Wo bleibt der Spast? Boss, schlechte Nachrichten. Frederik, er hat sich anscheinend in ihrem Anwesen verlaufen. Seine GPS-Daten sind schon seit Stunden offline. Wahrscheinlich ist der Trottel in den Schlossgraben gefallen. Schlossgraben gefallen, ja. Ist locker der 5. Mitarbeiter diesen Monat. Consuela, putzt du bitte noch das Bossporträt im Schlossfoyer, ja? Eilst du bitte los. Locker der 5. Mitarbeiter diesen Monat. Es geht auch nicht so weiter. Ich brauche einen neuen Butler. Ich kann ja unmöglich meine Zigarre selbst entzünden, oder? Alles klar, Boss. Verstanden, Boss. Bei ihrer nächsten Zigarre ist ein neuer Butler anwesend. Ja, das will ich auch hoffen. Lasst uns den neuen Butler einstellen, Freunde. Schnell. Der Boss ist wütend. Ja? Hola. You must come now to Mexico. Boah, gar no time. Si. I must come now, we have trouble here. Okay, I come.
Boah, jetzt mal einen Flug nach Mexiko buchen, Alter. Tony! Wie geht's dir, Mano? Ja, muss. Es gab schlechtere Zeit. Gut siehst du aus. Ja, danke dir, Sleep. Wie läuft denn das Business? Ja, muss, ne? Ich sag mal so, immer pünktlich, immer fleißig, immer Arbeit, la deutsche Vita. Nur bei mir laufen die Geschäfte. Wie in South Park, Mr. Henke. Was liegt denn an? Ich hab da ein kleines Problem. Ein kleines familiäres Problem. Mein Sohn Juan, der bringt mich langsam in den Verstand. Du musst mir aushelfen. Wie Hauselfen. Kaya, Bruder, ja. Bendejo. Okay, sorry. Jetzt mal im Ernst. Warum hast du mich hergerufen? Was ist denn los mit dir? Schau mal. Das ist ein kleiner, oder was? Groß geworden. Ich bin als Sicario geboren. Meine Abstellkammer sieht aus wie der Citibank-Tresor. Das ist der Latin-Shit, wie Lapina-Code. Wir haben prima Koks, so wie Svidalor. Das war die Mutter-Ficker-Kitty-Bitch, so ist das, was ich habe. Riesenrohr. Sex mit den drei von Destiny-Scheid. Motherfucker, ich komme. Verdammte Scheiße, Pablo. Was zur Hölle soll das hier? Das geht so wohl. Scheiße. Fernando! Hör auf, mit der Scheißwaffe rumzuspielen! Die Roboter! Du kostet uns nur Mitarbeiter! Wie oft habe ich dir das gesagt, was das mich für Mühen und Anstrengungen gekostet hat, meine elende Rap-Karriere da zu verschleiern, die peinliche Zeit. Keiner soll davon Wind kriegen, dass ich mal Rapper war, das weißt du ganz genau. Tony. Das Video hat mittlerweile 1 Million Klicks. Es kommt sehr gut an. Recht, was schreiben denn die Leute so? Wie sind denn so die Likes? Willst du mich verarschen? Habt ihr zu viel Tequila gesoffen, ihr Pablo? Die Leute wollen ein Comeback. Ein Comeback? Ja, die wollen ein Comeback. Comeback, sagt er. Kollege, der Boss. Kollege, der Zuhälter. Comeback. Und so, du da weißt. Kurz, da muss ich mal gerade mal kurz lachen. Warte mal. Komm, Freunde, lach doch mal ein bisschen mit. Schnauze genug gelacht. Es darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt ist die Scheiße im Netz. Sag mal, wisst ihr eigentlich, wie viel Energie, Zeit und Nerven und Mühe mich das gekostet hat, meine alten Rapper-Spuren zu beseitigen? Wisst ihr, was das für ein Aufwand war? Mensch, Tony, beruhig dich. Nimm das doch als Zeichen. Du hast seit lange kein Album mehr veröffentlicht. Und die Welt, die braucht deine Musik. Und mein Sohn Juan braucht's auch. Ich hab keine Lust, dass der Kleine in dieser Welt voller Drogen aufwächst, wie ich. Dem Ted mal gut daran, sich mal ein Beispiel an seinen Vater zu nehmen und vernünftiger Drogenboss zu werden. Nicht so ein Rapper-Scheiß. Kommt schon, Tony. Da hast du was gut bei mir. Ja, Mann, Tony. Rap, Musiker. Das brauchen wir. Ich glaub das nicht. Pablo, du weißt sowieso, dass ich noch einen Gefallen bei dir offen hab. Ich bin ja extra nach Mexiko angereist. Zeit ist Geld, hallo, mein Freund. Wegen deinen kleinen Familienproblemchen. Jetzt habe ich ein neues Problem an der Backe wegen diesen Leaks von meiner alten Mucke. Kann ich auch wieder schön ausbügeln. Habe ich alle Hände voll zu tun wieder. Du machst mir nur Kopfzerbrechen in letzter Zeit. Frag mich nie wieder nach alter Musik. Pablo, sag deinem Rotzlöffelbengel, er soll den Unsinn da im Internet lassen. Und guck, dass diese Spuren von mir als Rapper beseitigt werden. Nimm das offline. Si, Patron. Ich gebe mein Bestes, um diese Spuren wieder zu verwischen. Pablo, mach. Was ist das denn jetzt? Ach. So, Männer. Das ist mir auch langsam zu heiß hier bei euch in diesem Kabuff. Der Boss ist raus. Macht es gut. Ich hab noch ein Meeting mit Putin. Na gut, Tony. Es ist wie Spiegel, Boss. Dame la puta pistola. Hermanos, habéis escuchado al jefe. Tenemos que intentar hacer desaparecer todas las huellas como rapero. Hermano, Pablo. Pero no es como si todo el mundo supiera que Kalerga alguna vez fue rapero. Solo porque su hijo publicó esa canción. ¿Verdad? Hier ist Florian Teid mit den aktuellen Nachrichten. Die ganze Welt weiß, dass Kollega mal Rapper war, nur weil ein 12-jähriger Mexikaner einen alten Song von ihm gecovert hat. Mal Bandido! Ah,
Así eso lo ve el jefe. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir melden uns mit einer Eilmeldung. Soeben erreicht uns die Nachricht, dass ein 12-Jähriger ein Video hochgeladen hat, in dem er Texte des einzigen Rappers Kollega nachrappt. Die Existenz von Kollegas Rap-Karriere wird bis dato bestritten und wird als skurrile Verschwörungstheorie abgetan. Es kann gut möglich sein, dass die ganze Wirtschaft bald komplett außer Kontrolle gerät. Also Kollega und Rappen, das konnte ich mir bisher wirklich überhaupt nicht vorstellen. Ich dachte wirklich, es sei einfach nur eine skurrile Verschwörungstheorie und er sei ein erfolgreicher Geschäftsmann und Philanthrop. Stell dir mal vor, nächste Woche kommt auch noch raus, dass er vielleicht mit Drogen handelt. Also um ehrlich zu sein, ich habe immer gewusst, dass er früher mal gerappt hat. Ich bin selber mal Hip-Hop-Reporter gewesen. Okay, wir haben jetzt die ersten Live-Bilder von unserem Straßenreporter reinbekommen. Kaum zu glauben, auf den Straßen herrscht Chaos. Wütende Kollega-Fans fordern dringend ein neues Album vom Zuhälter-Boss. Wo ist der Zuhälter-Rapper überhaupt? Kolle! Mir persönlich fehlt jedenfalls seit letztes Jahr eine Niere, nachdem Kollega mir in den Magen geschlagen hat und ich sie ausgehustet habe. Wir wollen Kolle! Wir wollen Kolle! Wir wollen Kolle! Wir wollen Kolle! Zentrate! Seit dem Video tauchen im Internet auch immer mehr Fotos auf, die Kollege als Superstar zeigen. Scheint, als verdichten sich aktuell die Beweise, dass Kollege tatsächlich mal Rapper gewesen ist. Wow, wow, Boss im Fernsehen, Boss im Fernsehen. Du sollst dir nicht fernschauen, während der Boss auf die Dienstreise ist. Ich bereite gerade die Hovernacht des Hauses zu. Kollege kommt jederzeit aus Russland zurück. Putzen weiter. Das kommt bei mir. Lo siento. Putzen weiter. Si. Boss ist el Putzen. Hey, Kollege! Alles okay? Das Marmelade. Auf das Brot. Kollege, mein Freund, wie ist das Wert zu befinden? Ja gut, die interessantere Frage ist natürlich immer, wo sich die Sachwerte befinden. Ach, weißt du, Kollege, ich habe gar keine Lust auf Coca-Session heute. Wieso das denn, Fladi? Was ist denn los mit dir? Sonst bist du doch bei einer weißen Linie immer am Start wie Marathonläufer. Ich habe gesehen Video von den rappenden Mexikanern. Es geht durch die Medien, wie damals, deine alten Skandale. Weißt du noch? Ach komm, hör mir auf jetzt. Kollege, willst du nicht wieder anfangen mit dem Sprechgesang? Ich vermisse meine Feature-Parts auf die Hunde. Mit Raumstation. Dieses ganze Rap-Game da, das ist ad acta gelegt, Fladi, das weißt Schade. Du auch. Schade. Lass uns jetzt bitte einfach eine Coca-Session machen, ja? Okay, lass uns jetzt einfach eine Coca-Session machen. Ja, das ballert. Ich habe auf dich gewartet, Pablo. Juan, mein Sohn, Mijo, was soll das? Wo ist das Tape? Wo ist das neue Tape von Kollega? Ich habe dir doch verdammt nochmal gesagt, du sollst Kollega dazu überreden, neue Musik zu machen. Pendejo, was bist du nur für ein Vater? Wie redest du dann mit mir? Nee, das geht gar nicht mehr. Jetzt hast du Ausarrest. Fernandez, lleva al niño dormitorio. Hier. Was spielst du denn? Juan, was ist los mit dir? Was du ist bist als nächstes dran, Pablo. Du hast versagt, Pablo. Ich schäme mich sogar, dich Vater zu nennen. Warum hast du Kollega nicht überredet, ein neues Tape zu droppen? Kollege hatte recht. Rap ist wirklich nichts für dich. Halt's Maul. Ich bin cold-blooded wie Blutkonzert. Ich werde mich jetzt selber darum kümmern, dass Kollege ein neues Tape bringt. Fick dich. Das ist Young Latino in this bitch.